Die arianischen Westgoten waren 376 in Thrakien angesiedelt worden. Unter Alarich begann 391 eine neuerliche Wanderung, die 402 und 408 nach Italien führte. Nach dem missglückten Versuch nach Afrika überzusetzen und dem Tod Alarichs zogen die Westgoten nach Narbonne und Spanien weiter und wurden 418 als Föderaten in Südgallien um Toulouse angesiedelt. Dieses dolosalische Reich gilt als erstes Germanenreich auf römischem Boden und expandierte in Gallien rasch. Eine Expansion nach Spanien gelang vorerst noch nicht. Auch hier wurde die römische Verwaltung übernommen. Dazu behielten die römischen Senatoren ihren ausgedehnten Besitz. 507 unterlagen die Westgoten dem Frankenkönig Chlodwig. Ihr Reich wurde dem Frankenreich einverleibt. Ein westgotisches Reich hielt sich mit ostgotischer Unterstützung nur am Mittelmeer. Infolge des fränkischen Drucks zogen mehr und mehr Westgoten schließlich nach Nordspanien mit Zentrum Toledo. Der Süden wurde nicht besiedelt. Bis 711 existierte das Toledanische Reich. 587 traten die Westgoten zum römischen Glauben über, bekamen dafür aber Zugeständnisse wie die Schaffung einer eigenen, weitgehend unabhängigen Landeskirche. Die westgotische Kirche beschloss auf ihren Konzilien Grundlagen des mittelalterlichen Kirchenrechts und brachte mit Isidor von Sevilla einen der bedeutendsten Gelehrten des Mittelalters hervor. Immer stärker verschmolzen Westgoten und Romanen, bis schließlich die Westgoten in den Romanen aufgingen. Adelsverschwörungen, dynastische Kämpfe, Usurpationen und kurze Regierungszeiten bestimmten den Beginn des 7. Jahrhunderts. Danach kam es zu einer Phase der theokratischen Sakralisierung des Königtums. Es folgten weitere Revolten, nun auch der Bischöfe. Die islamische Invasion auf der iberischen Halbinsel 711 traf daher auf ein innerlich geschwächtes Reich. Innerhalb von 10 Jahren war praktisch die gesamte Halbinsel erobert und islamisiert. Nur ganz im Norden, in den Pyrenäen, hielten sich westgotische Restreiche, Asturien, Pamplona und Aragon. Sie konnten ihre Selbstständigkeit bewahren und wurden Ausgangspunkt der Rückeroberung der sogenannten Reconquista der iberischen Halbinsel. Die Sueben kamen 409 auf die iberische Halbinsel und siedelten im nordwestlichen Teil am Atlantik. Die Sueben waren in zwei Gruppen aufgespalten und gerieten schließlich unter westgotischen Einfluss. Sie wurden in dieses Reich integriert. Die Vandalen kamen zum Beginn des 5. Jahrhunderts von der oberen Oder gemeinsam mit den Sueben und Alanen an den Rhein. 409 überquerten sie die Pyrenäen, 429 setzten sie aufgrund des westgotischen und des römischen Drucks unter König Geiserich nach Afrika über und eroberten es in kurzer Zeit. Mit der Einnahme Karthagos 439, das zur Hauptstadt wurde, war die Eroberung abgeschlossen. Danach wurden Mittelmeerinseln erobert, 455 die Balearen, Sardinien, Korsika, 468 bzw. 76 Sizilien. Im Inneren erfolgte eine Vertreibung römischer Beamter, Katholikenverfolgung und arianische Bekehrungspolitik. Zusätzliche soziale Spannungen verhinderten eine dauerhafte Konsolidierung. Die Herrschaft wurde zusehends als Fremdherrschaft gesehen. Im Zuge der oströmischen Rückeroberungspolitik wurde die Vandalenherrschaft 533 beendet und das Gebiet wurde oströmisch.